Hallo YouTube und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal zu einem neuen Video. Heute gibt es die Kickbase Preview, leider einen Tick zu spät, wenn man so möchte, denn ich habe es Freitag leider nicht geschafft, es aufzunehmen. Muss ich gucken, dass ich es in der Zukunft vielleicht Donnerstagabend immer schon hinbekomme, weil Freitag früh mittags wird es mittlerweile wahrscheinlich sehr schwierig werden. Aber jetzt, ich denke mal, ich sollte es am Samstag 13 Uhr irgendwann raus, also zumindest noch vor den 15:30 spielen. Bringt euch für die Challenges natürlich nichts mehr in dem Fall. Aber ich zeige euch die natürlich trotzdem, wie ich da aufgestellt habe. Dazu muss ich aber sagen, ich war Freitag bis 18 Uhr noch was unterwegs und ich bin dann ganz spontan, ist mir eingefallen, scheiße. 18:29 Uhr oder 18:28 Uhr habe ich auf die Uhr geguckt im Auto, habe mich rechts, bin schnell rechts rangefahren, habe mich ins Plus geholt bei der zweiten Liga. Und schnell ein, zwei Spieler aufgestellt und den Rest auf Aufhören geklickt bei der Championship. Also die Championship in der zweiten Liga ist diese Woche nicht aussagekräftig, weil da habe ich keine Sekunde drüber nachgedacht, um ehrlich zu sein. Hier in der zweiten Liga habe ich zumindest es noch geschafft, ins Plus zu kommen. Da habe ich nämlich ganz kurz vor Ende hier 17 Stunden Jakobsen abgegeben für die 3,27 Millionen. Um halt eben ins Plus zu kommen. Ich habe jetzt noch Karbovnik und Scherhand übrig, die ich wahrscheinlich demnächst abgeben werde, denn ich plane, auf den Doppelpacker vom Freitagabend Tomiak zu gehen. Hat ja auch so schon ganz gut gepunktet hier, 140, 125 und das ohne zu 0 teilweise da, also 96, 89 auch jeweils ohne zu 0. Kann also auch ohne Tore punkten und ich hoffe mal, dass das dann für mich tun wird. Ich werde auf jeden Fall auf ihn gehen, habe ja dann ungefähr 7, noch was Millionen. Halsmerk ist da, sehe ich auch gerade, aber der hat jetzt zum Beispiel Minus und der ist viel zu teuer. Der hat Minuspunkt gemacht und ist viel zu teuer. Wir sind mit dieser Aufstellung reingegangen. Ich habe jetzt Jäger riskiert. Mittlerweile hat er auch nicht mehr das Verletzten-Symbol. Und bei Kicker war er auch in der Startelf-Prognose drin. Dementsprechend bin ich da mit ihm gegangen. Ansonsten, ja, eigentlich keine Überraschungen. Artig ist halt gelb gesperrt, deswegen Eggestein vorne mit Rogota. Ansonsten, wenn ich den nächsten Dreiersturm aufstelle mit Artig, Eggestein und Rogota, und dann wahrscheinlich auf ein 4-3-3 gehen erstmal. Und dann halt ins Mittelfeld. Und dann halt hier hinten könnte man noch wegen Tomiak halt für Karbovnik überlegen. Ansonsten habe ich ja noch Jäger, kleinen Weg und so. Also wir sind ja ganz gut aufgestellt. Aktuell zumindest zufriedenstellend in den Freitagabend. Der lief auch relativ in Ordnung. Ritter zumindest mit einer guten Punktzahl 109. Ohne Torbeteiligung. Zumindest ohne eine, die ich jetzt spontan hier gesehen hätte. Genau. Ohne Torbeteiligung. Und Device, ja okay, 68 Punkte bei einem 1:1. Ist jetzt, seitdem ich ihn geholt habe, nicht mehr wirklich gut gewesen. Hat er halt aber auch seitdem nicht mehr getroffen. Dementsprechend ja, schwierig. Ich weiß, habe ich ihn am 7. Spieltag schon gehabt oder nicht? Das weiß ich gerade gar nicht mehr. Das verschwimmt dann irgendwann so ein bisschen. Aber wir werden sehen. Ich bin gespannt, was da heute noch so geht und morgen. Ich hoffe, dass wir einigermaßen einen vernünftigen Spieltag hinbekommen werden. Machen wir mal Base. Und gehen wir nochmal ins Oberhaus, da habe ich nämlich auch einen Last-Minute-Trade dann noch gemacht, der, ja, den ich so vorher nicht gedacht hätte. So, wir sind nämlich gegangen damit, Bernardo abzugeben. Ich habe auch geschrieben, es war eine gute Reise. Der gute Mann, den habe ich ja für 4 oder für 3 Millionen irgendwie sowas in dem Dreh geholt. War zwischenzeitlich auch mal, ja, knapp unter 10 wert auf jeden Fall. Oder an die 10 sogar. Und ist jetzt so ein bisschen natürlich gedroppt, weil er die letzten Spiele auch nicht mehr so krass war. Natürlich das Bayern-Spiel hat auch ein bisschen reingekickt. Die anderen Spiele, muss ich sagen, für den Preis, für den ich ihn geholt habe, aber auch vollkommen in Ordnung. Also 75 Punkte letzten Spieltag, davor am 3. 85, 54 und 65, das ist auch vollkommen in Ordnung. 101 bei dem ersten Spiel, bei der 5-0-Pleite war halt überragend. Also insgesamt bin ich damit schon zufrieden. Ich habe ihn jetzt halt abgegeben, sogar mit dem bronzenen Händchen hier. Da haben wir 3 Millionen Gewinn gemacht. Sehr, sehr nice. Ansonsten Vogt noch abgegeben, Lünen abgegeben, Fernandes abgegeben. Und wir hatten hier noch irgendwo, wer war der andere? Hier, Jens, den habe ich halt auch verkauft, ist jetzt aktuell verletzt, will jetzt erstmal nicht spielen. Aber den habe ich auch für 3 Millionen plus verkauft, also da habe ich auch nochmal das andere bronzene Händchen hier bekommen. Also trading-technisch ganz gut gewesen, alles Seiweit habe ich leider verpasst. Ich weiß gar nicht, wann der abgelaufen ist, das habe ich gar nicht mitbekommen, den hat auch gar keiner mitgenommen. Also der ist einfach so weg gewesen. Ja. Schade drum, der wäre auf jeden Fall ganz gut gewesen, weil aller Voraussicht nach Kampel nicht spielen wird. Wir sind jetzt mit dieser Aufstellung reingegangen, denn ich habe mir Elvedi für Bernardo reingestellt. Das konnte ich allerdings nur machen tatsächlich, weil ich einen Trade mit einem Mitmanager hatte. Und zwar hat mir Michele Sko für 13 Millionen abgekauft, also für knapp 2 Millionen über Marktwert. Außerdem habe ich selber natürlich Özcan geholt, auch neu
für 14,29 Millionen. Stenzel müsste, glaube ich, noch drin sein, der Verkauf im letzten Video. Aber Özcan ist auf jeden Fall neu und natürlich dementsprechend dann auch der Sko-Verkauf. Hat sich ganz gut gelohnt bei Özcan, wenn ich halt ins Risiko gegangen habe, alles so weit geboten, wie ich es zu dem Zeitpunkt konnte. Ich hoffe halt, ich meine, jetzt kommt die Länderspielpause, ich hoffe, dass er jetzt ein solides Spiel macht gegen Union, einigermaßen gut punktet und dann sollte er über die Länderspielpause easy den Marktwert eigentlich reinholen, denke ich mal. Wenn er halt, wie gesagt, kein Scheißspiel macht, ich hoffe es einfach mal. Ja genau, das sind dann also die Transfers gewesen diese Woche, die ich getätigt habe. Und das ist dann das Team, mit dem ich jetzt reingegangen bin. Ich habe für Campe leider keinen wirklich guten Ersatz mehr gefunden im Mittelfeld tatsächlich oder halt im Sturm im Zweifel, weil Fünferkette hatten wir ja schon. Ja, Elvedi ist dann wie gesagt reingekommen für Bernardo. Damit bin ich stand jetzt auch sehr zufrieden, hat ein gutes Spiel gemacht gestern am Freitagabend. Ja, ich bin mal gespannt, ob Stenzel seinen Schnitt beibehalten kann. Rajason gegen Union jetzt natürlich schwieriges Spiel. Mal schauen. Gleiches geht natürlich für Özcan. Kampel, muskuläre Probleme. Ja, hoffen auf Einsatz gegen Bochum. Mal schauen. Seibert wäre, wie gesagt, günstiger gewesen. Also eine günstige Option gewesen, aber leider verpasst. Ansonsten, ja, Ebimbe ist halt noch da natürlich. Mache ich mittlerweile sogar minimal plus, sehe ich gerade. Guck mal an, obwohl er jetzt die letzten Spiele gar nicht mal so krass gepunktet hat. Ich meine, 90er Schnitt ist in Ordnung. Aber hier die, ja, ist nicht berauschend bisher, ne? Ansonsten Kimmich und Davis natürlich noch da als mit Starspieler zusammen mit Boniface, der ja auch in der Euroleague nicht gestartet ist zum Glück. Dementsprechend sollte er jetzt hoffentlich frisch sein fürs Wochenende. Und ich würde sagen, das sind dann auf jeden Fall meine Spieler für dieses Wochenende. Elvedi hat gestern am Freitagabend schon gut gepunktet, wie ich gesagt habe. 109 Punkte bei einem 2:2 ist vollkommen in Ordnung, sehr, sehr stabil. Auf jeden Fall nochmal eine Stufe besser als ein Bernardo. Ich meine, spielt halt auch bei einem besseren Team und ist halt prinzipiell auch ein besserer Spieler einfach als Bernardo. Dementsprechend sollten da öfter mal so eine Punkte hoffentlich anfallen. War in meinen Augen dann auch ein gutes Upgrade an der Stelle. Zu einem günstigen Zeitpunkt ausgecashed bei Bernardo. Ich meine, wäre auch noch besser gewesen vor dem Bayern-Spiel, wo er 10 Millionen wert war und dann eine schlechte Performance hingelegt hat. Aber das kann es halt nicht riechen und da hatte ich halt keinen vernünftigen Ersatz zu dem Zeitpunkt. Dementsprechend passt das für mich schon. Bin ich relativ zufrieden mit. In der Championship in der zweiten Liga sind wir mit folgendem Team reingegangen. Ich habe halt ein, zwei Spieler reingestellt, wo ich dachte, okay, die will ich dabei haben. Zum Beispiel Smith hinten und Zaliakas, also von Pauli. Und den Rest habe ich dann halt auf zufällig auffüllen geklickt. Und ja, das ist dann dabei rumgekommen. Ich habe noch Hussein reingestellt, da war erst noch ein anderer drin. In der Hoffnung, dass der vielleicht spielt. Aber das ist, wie gesagt, komplett random. Die ersten beiden Spieler waren jetzt auch nicht so doll. Wobei Makrius, der wurde eingewechselt und hat trotzdem noch 57 Punkte gemacht. Das ist dann doch schon sehr stark. Ah, der hat eine Torvorlage gehabt, die geblockt wurde, okay. Okay, das war dann ein guter Random-Call von Kickbase. Die haben mir den, wie gesagt, random reingestellt, aber der Rest, ja, da setze ich kein Geld drauf, dass der Spieltag mir irgendwas bringt. Zumindest bin ich da, wenn dann auch nicht zufrieden mit, weil habe ich ja nicht selber aufgestellt. In der Championship der Bundesliga habe ich es wiederum doch selber alles dann aufgestellt. Das sollte, denke ich mal, klar sein. Wir haben den guten Kane vorne reingestellt, ansonsten einen Bayer, einen Player. Wir haben einen Simmons, einen Sko, einen Rocco Reitz, einen Musiala, Elvedi, Davis, Kabak und Schuhn. Ich bin insgesamt jetzt schon an dem Punkt, wo ich sage, okay, der Spieltag wird nicht krass. Ich habe halt voll auf Gladbach gesetzt, dass die halt gegen Mainz vielleicht 2-0 oder 3-0 gewinnen. Player dementsprechend wie im letzten Spieltag einen Scorer macht, Reitz im Zweifel einen Scorer macht. Ist nicht passiert. Ich weiß gar nicht, wie die beiden gepunktet haben. Elvedi hat ja zumindest stabil gepunktet. Ja, Reitz 64 und Player 32. Wahnsinn. Also ja, das war auf jeden Fall ein kompletter Reinfall auf Gladbach zu setzen. Ich setze ansonsten halt auf Hoffenheim gegen... Scheiße, gegen wen spielt denn Hoffenheim nochmal? Spielen die gegen Darmstadt? Ne, gegen Bremen, genau. Hoffenheim gegen Bremen, darauf setze ich. Bayern halt gegen Freiburg und Leipzig gegen Bochum. Ja, das sind so die Mannschaften, auf die ich in dem Fall setze. Schuhen halt, weil er im Zweifel halt viel raufbekommt und hoffentlich wieder ein paar gute Punkte sammelt, so wie letzten Spieltag gegen Augsburg. Dementsprechend, ja... Schwierig insgesamt, wird denke ich mal auch kein allzu besonderer Spieltag an der Stelle bei der Tipico Challenge. Da haben wir 201 Punkte stand jetzt, da habe ich nämlich auch auf Player, Reitz und Elvedi gesetzt. Natürlich, logischerweise. Ansonsten auch Sko und Bayer, Kimmich ist mit dabei, Joveleo und Udokai. Weil man kann ja auch ein bisschen auf Augsburg setzen, vielleicht wird es 0-0, dann werden beide gut punkten. Also beide meine ich jetzt Joveleo, Udokai und auch Darmstadt, Schuhen dementsprechend. Und dann noch zwei Leverkusener, die gegen wen spielen die nochmal? Spielen die gegen Darmstadt? Nee, gegen Köln, stimmt. Ach, okay. Bin auch schon verwirrt heute Morgen. Also da habe ich dann auf die beiden gesetzt, mal schauen, was da passiert. Ja, auch wieder Bayer und Sko ansonsten halt, ne? Also, ja, hier, das wäre das gleiche wie eben.
Wird, denke ich mal, auch nichts Besonderes sein. Dann haben wir zu guter Letzt noch die Lückenfüller. Da durften wir, hier sollte es ja dabei stehen, Lückenfüller. Wir haben nur Spieler aus der zweiten Reihe im Rampenlicht. Ja, stark reduziertes Budget mit 50 Millionen. Und ja, genau, dementsprechend gucken wir mal, wie wir da aufgestellt haben. Wir sind gegangen mit Sibacheo vorne, weil, wie gesagt, ich habe auf Gladbach gesetzt. Ansonsten durften wir auch nur einen Spieler von dem Verein benutzen. Das war auch ein bisschen schwierig. Wir haben Tom Kraus genommen von Mainz, weil der halt gestartet hat. Wir haben Seiwald genommen, weil der wahrscheinlich starten soll. Özcan ist noch ein relativ günstiger Starter für Dortmunder Verhältnisse. Für Shaibi gilt das gleiche bei Frankfurt. Hussein Basic spielt halt dann gegen Leverkusen in der Startelf. Muss man gucken, wie der punktet. Ist halt auch günstig gewesen. Traoré das gleiche. Babu, Gamboa und Bala sind auch alles vier Rechtsverteidiger, sehe ich gerade, lustigerweise. Und alle vier stand gestern Abend in der Startelf gewesen, laut Liga Insider. Dementsprechend bin ich mit denen gegangen. Wird man sehen, wie gut es wird mit Lompner und 500k Keeper, weil bei Torhüter konntest du ich kann jetzt nicht nachgucken, wen es sonst noch gegeben hätte. Super. Da gab es halt keine wirklichen Alternativen, die auch ins Budget gepasst haben. Aber wie gesagt, man hat nur 50 Millionen Budget. Und dafür 11 Startelf-Spieler rauszusuchen, war extrem schwierig. Kraus und Sibacheo direkt mal schwach gepunktet. Hat sich also richtig gelohnt, die beiden da reinzustellen. Wir können ja mal gucken. 406, okay, Zentner hat er sich reingestellt. Der war natürlich auch gut unterwegs, hat einiges gehalten. Und Honorar, ja, stabil auf jeden Fall. Ich denke, da wird auch nicht wieder so viel rumspringen. Also die Challenges dieses Jahr sind noch nicht so mein Metier. Das läuft noch nicht so ganz gut. Aber hey, das wird schon noch irgendwann, denke ich mal. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr aufgestellt habt und was ihr an diesem Spieltag euch erhofft, von welchen Mannschaften. Würde mich sehr interessieren. Wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dann, haut rein und ciao.